Hallo und willkommen bei Hellraiser Gaming, hier im fünften Teil der Minecraft Multiplayer Reihe. Und wie ihr hier seht, bin ich ziemlich weit abseits der ursprünglichen Map. Einfach aus dem Grund, weil ich hier ein großes neues Projekt erarbeite, das den Namen Stuttgart 21 trägt. Und für alle, die es schon wissen, das wird dieser unterirdische neue Bahnhof, der ja zurzeit in der Diskussion intensiv beredet wird. Und den baue ich einfach mal hier auf dem Server nach. Zum einen, weil ich ein Projekt gesucht habe, was ich die längere Zeit bauen könnte, und zum anderen, weil ich mit der Burg fertig bin, in der ich jetzt die letzten paar Tage gearbeitet habe. Ja, und was trifft sich da nicht besser für so einen unterirdischen Bahnhof, als diese Ausgrabung hier zu benutzen, die ich hier gerade gefunden habe. Wie genau ich das jetzt anstellen möchte, weiß ich noch gar nicht. Ich baue jetzt einfach mal drauf los, was man vielleicht in den nächsten Let's Play dann auch immer weiter sehen wird. Einfach drauf losbauen und dann sieht man ja, was daraus wird. Die grobe Vorstellung ist, das hier jetzt weiter auszubauen und mit weißer Wolle dann veredeln. Denn für die, wo ja den Bahnhof kennen, er wird weiß, also schon ganz komisch gebaut, so weiß, modern, offen. Und dann werde ich auch die Glaskuppeln nachbauen mit Glas. Das heißt, dass man dann hier wirklich sieht, dass man dann runter gucken kann. Ich werde die 8 Gleise nachbauen, auf jeden Fall. Ich werde... Entschuldigung, das musste sein. So, ja, und das werde ich einfach so mal versuchen nachzubauen. Und dann sehen wir mal, was am Ende daraus wird. Wie lange ich daran baue, weiß ich bis jetzt noch nicht. Aber ich schätze mal, es wird schon ein längeres Projekt werden. Auf jeden Fall werdet ihr immer informiert auf diesem Channel. Und ja, das war es erstmal von mir soweit, zu meinem ersten Let's Play mit meiner Stimme. Wenn es euch gefällt, abonniert unseren Hellraiser Gaming Channel und seid immer auf dem Laufenden, was denn gerade so passiert. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschalten würdet. Euer Kevin.